Also neue Kette wird auf jeden Fall gut tun. Also ich bin zufrieden mit meinem Gehalt. Es muss einem immer bewusst sein, die Selbstständigkeit erhöht vielleicht seinen Kontostand. Grundidee am Ende ist einfach, jede Schraube einmal anzufassen. Aber du hattest die Narbe auch gecheckt, oder? Hi, ich bin Alex, 32 Jahre, Zweirad-Mechatronikermeister aus Frankfurt und betreibe als Geschäftsführer hier zwei Fahrradwerkstätten. Also am Morgen gibt es bei mir immer Frühstück, Müsli. Meistens verschiedene Müsli-Sorten, die ich hier habe. Ich bin auf jeden Fall der Milchmensch. Meistens ist die Ruhe vorm Sturm. Es gibt schon so, in dem Beruf, den ich mache, oder auch in der Branche, in der ich arbeite, gibt es schon so eine Nebensaison, eine Hauptsaison. Eigentlich kann man sagen, die Hauptsaison ist immer, ja, geht ab März los und ist dann sehr vom Wetter auch abhängig. Und dann gibt es halt die ruhigere Saison, so, weil es dunkler wird, nasser wird. Und da habe ich morgens auch nicht mehr ganz so einen Druck. Da kann ich ja morgens auch meine Zeitung lesen. Das kann ich heute nicht. So viel Zeit haben wir nicht. Heute ist ein sehr voller Tag, würde ich sagen. Auslastung ist heute gegeben. wenn wir wissen, okay, wir sind heute ein bisschen ausgelastet, dann gucken wir natürlich auch immer schon die nächsten ein, zwei Tage an, um da halt dann auch sozusagen safe zu sein und zu wissen, okay, wie viel können wir dann wirklich annehmen. So, jetzt machen wir dem Hund noch was zu essen. Damit der Hund auch gestärkt in den Tag geht. Das ist das Buddy. Meistens redet sie nicht so viel. Und sie will eher ihre Ruhe, vor allen Dingen von Fremden. Der Hund kennt es auch gar nicht anders. Also mir kann keiner erzählen, dass er in der Stadt mit dem Auto schneller ist als mit dem Fahrrad. Nee. Also, wir sind zwar offen hier, aber. Also, hier ist die Werkstatt. Das Herz des Ganzen. Hier reparieren wir im Endeffekt alle Räder, die wir annehmen. Und ja, versuchen hier an dem Standort, an 8 Arbeitsplätzen, ja, so viel zu schrauben, wie es geht. Ich habe die Finanzen im Blick. Ich treffe Entscheidungen, die am Ende nur die Person treffen kann, die auch weiß, ob das finanzierbar ist oder nicht. Ich gucke, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle arbeiten und habe auch oder versuche immer ein offenes Ohr für alle zu haben. Also mir und dem Team ist eigentlich relativ zweitrangig, was für ein Fahrrad das ist. Wenn wir das Problem lösen können, und dann versuchen wir es. Da sind wir komplett unabhängig von jeglichen Marken. Sie können das Rad reinbringen? Mhm. Ja, klar. Dann gebe ich es gerade mal dem Mechaniker und dann guckst du gerade mal. So, 9.30 Uhr war der Termin, ne? Ja. Schau ich mal kurz. So, Sie wollen allgemeine Inspektion sozusagen. Ja, und der Tag ist ein bisschen alt und ich meine, dass der Kette ist ein bisschen ausgelagert. Mhm. Ab und zu ist es abgesprungen. Mhm. Und ich habe das selbst eingestellt, aber. Die Schaltung quasi? Mein Messwerkzeug kann ich nicht mehr finden. Ja. Ja, die Kette, die sieht auf jeden Fall, wir haben ja so ein Messwerkzeug quasi hier. Die sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob sie noch gut geht. Genau. Sie haben auf jeden Fall hier, haben Sie es gerade aus dem Auto rausgeholt? Nein. Nee? Okay. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken, weil das ist nicht normal. Das muss ich regelmäßig sowieso nachspannen. Da müssen wir mal eine Lösung finden. Hier. Man muss einfach hier ein bisschen drehen. Okay, dann sag ich dem Kollegen, er schreibt dazu, vielleicht machen wir ein bisschen Loctite dazwischen, damit es nicht so oft wieder aufgeht. Passt. Das heißt, es soll vornehmlich sicher sein. Ja. Wir gehen alle Schrauben durch. Auf jeden Fall. Ich meine, das hier, ich schreib's noch mit rein, ne? Wenn wir sagen, wenn der Mechaniker meint, okay, wir machen einen neuen Zug, dann machen wir noch einen neuen Zug. Ja. Wenn nicht, lassen wir das so. Siehst du diese Stellen hier hinten am Reifen? Ja. Das ist das, was ich meine. Also man kann den noch lassen, aber oben halt. Im Stadtverkehr gut unterwegs zu sein, bräuchst du eigentlich einen neuen Reifen. Und sind jetzt mit den Reifen zusammen knapp 240 Euro. Ja. Alles zusammen. Eine Uhrzeit, wann du es haben willst? Ja, ab 2 Uhr, würde ich sagen. Okay. Kriegst du ein SMS. Okay, tschüss. Bis später. Tschüss.
Genau, wir arbeiten alle mit elektronischen Ständern. Genau, das sind auch mit so die teuersten Investitionskosten, so einen Ständer zu kaufen. Liegt so bei, ich glaube, 2.500 circa. Ein so ein Ständer, wenn man überlegt, allein an dem Standort hier habe ich 11. Wir hatten damals die klare Devise, machen wir es entweder einmal richtig und wissen halt, dass es mehr kostet, oder fangen wir nur mit einem elektronischen an und so. Aber da wir so viele Lasträder hier haben und es von Anfang an auch klar war, wir haben extrem hohe Nachfrage, habe ich gesagt, nee, wir gehen jetzt all in sozusagen. Um die Werkstatt zu eröffnen, muss ich Kredit aufnehmen von 320.000. Davon sind 280.000 wirklich für die Werkstatt an sich. Die restlichen 40.000 sind die Zinsen, die man darüber hinaus bezahlt. Und das schlägt sich dann nieder in einer monatlichen Belastung von knapp 2.000 Euro. Man kann die Aufgaben verteilen. Weil der Kunde sitzt schon draußen und hätte gerne dementsprechend sein Fahrrad früher. Er bekommt ein neues Schutzblech hinten, er bekommt einen neuen Reifen hinten, eine neue Kette. Was haben wir noch besprochen? Ja, noch Kleinigkeiten. Ich muss noch den Dämpfer aufpumpen auf sein Körpergewicht und sowas. Und dann putzen wir einmal über den Rahmen auch drüber. Wir gucken uns alle Stellen an und haken das dann dementsprechend hier an der Liste ab. Das heißt, sobald wir sehen, okay, hier ist ein Bauteil, weil wir jede Schraube einmal durchgehen, hier ist ein Bauteil, was defekt ist und nicht kommuniziert wurde, dann haben wir es wenigstens aufgenommen, dann können wir mit dem Kunden noch Rücksprache halten und er kann ja immer noch entscheiden, was wir machen müssen. Ja, die Grundidee am Ende ist einfach, jede Schraube einmal anzufassen und zu gucken, was warum defekt sein könnte. Nach der Schule ist man ja in so einem Loch, zumindest war ich in so einem Loch. Dann habe ich damals eine Ausbildung angefangen zum Autoverkäufer. Und als mir der Tank ausgegangen ist, beziehungsweise das Geld für den Tank, um zu der Arbeitsstätte zu pendeln, die ungefähr 40 Kilometer weit weg war, habe ich mir gedacht, welches Fortbewegungsmittel ist denn noch ganz praktisch und kostet nicht so viel Geld. Und es war witzigerweise das Fahrrad. Von da an bin ich Fahrrad gefahren auf die Stelle jeden Morgen. Und wo ich dann mal einen Defekt am Fahrrad hatte, ist mir bewusst geworden, wieso bleibe ich einfach nicht beim Thema Fahrrad? Und so habe ich die Ausbildung beendet, relativ kurz vor Abschluss. Aber ich habe mir gesagt, nee, ich will von heute auf morgen mit Fahrrädern arbeiten und habe in einer Fahrradwerkstatt angefangen. Es gibt eine Umsatzbeteiligung für alle, aber nicht für einzelne Personen. Ich hatte drüber gesprochen, habe sozusagen eine Wahl gestellt, ob die Leute Lust haben, das als Competition für sich selbst zu sehen oder als Gesamtteam. Aber es wurde eigentlich von niemandem gewollt, dass man es einzeln macht. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir es doch gerne als Team. Also ich glaube, man kann ungefähr so fast 10% rausholen von seinem eigenen Gehalt, wenn das Jahresziel erreicht wird. Und im Moment sieht das unproblematisch aus, dass wir das Jahresziel erreichen. Ja, so, wir haben alles erledigt, was abgesprochen war. Inspektion, ja. Kette ist neu, Bremszug vorne haben wir geölt. Die Bremse geht jetzt besser auch. Tretlagerspiel haben wir eingestellt, Reifen sind vorne, hinten neu, Schläuche sind geblieben. Perfekt. So, schöne Woche. Wenn was ist, kommen wir wieder. Ja, danke schön. Danke, danke. Ciao. Ich glaube, Materialkosten bei dem Rad waren jetzt ungefähr, es liegt so in dem Bereich 30%. Der Rest ist der Lohn. Aber eine Schätzung würde ich vielleicht sagen, Reingewinn an dem Auftrag vielleicht so 20, 25 Euro. Das ist, glaube ich, ein realistischer Wert. Ja. Der Januar jetzt war ein relativ milder Januar. Die Temperaturen waren ganz gut zum Fahrradfahren. Und das hat dann dazu geführt, dass wir mit 100.000 Euro einen guten Monat hatten. War echt ganz nice. Druckpunkt fühlt sich gut an. Update haben wir gemacht. Jetzt geht's zur Probefahrt. Ich zahle mir als Geschäftsführer ein Geschäftsführergehalt aus von 7.500 Euro brutto. Da werden dann der Solidaritätszuschlag und die Lohnsteuer abgezogen. Zudem bin ich noch privat krankenversichert, was mir am Ende ein Netto von 5.416 Euro einbringt. Also ich bin zufrieden mit meinem Gehalt, zuallererst auf dem Grund, weil ich es schaffe,
mit meinem Gehalt monatlich den Kredit zu tilgen und so natürlich Licht am Ende des Tunnels ist. Und das, was davon übrig bleibt, reicht mir dicke, um in Frankfurt gut über die Runden zu kommen. Es muss einem immer bewusst sein, die Selbstständigkeit erhöht vielleicht seinen Kontostand oder den Kontostand relativ schnell, aber die Kosten steigen auch ins, ja, es gibt eigentlich keine Grenze für die Kosten. Der lief gut, es haben heute ungefähr so 40 Leute ihr Fahrrad abgeholt und waren hoffentlich auch alle zufrieden. Und umsatztechnisch sind wir bei 5.460 Euro rausgekommen. Das ist für Mai, ist das ein guter Tag. Nicolo, wir gehen jetzt Radfahren. Auf geht's! Ciao, Bella, schieß los. Bleib von mir als Tête de la course. Bei mir gewinnst du ohne rosa Trikot. Liege im Schatten von deiner schnellen Figur. Ich hab meine Ruhe, ich bin nur bei mir. Ich fahre mit einem Kollegen, habe einfach eine gute Zeit und werde nicht angesprochen, muss nichts beantworten. Das ist geil. Wir machen Giro, wir machen Giro. Andare con me, BG. Natürlich fahre ich wie Yankee. Sei heute Nacht mein Lady. Und ich fahre so schnell zu dir. Ich hoffe, euch hat der Einblick in meine Fahrradwerkstatt gefallen. Wenn ihr auch weitere Folgen von Lohnt sich das sehen wollt, klickt ihr hier. Wollt ihr den Elektriker aus Offenbach sehen, klickt ihr hier und nicht vergessen, lohnt sich das, abonnieren.